Entgeltpunkte für die Pflege. Wann bekomme ich sie gutgeschrieben, wenn ich schon selber eine vorgezogene Altersrente bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme auf Rentenbescheid24.de, meine Damen und Herren, ganz, ganz viele Anfragen, E-Mail-Anfragen. Und da sind auch immer mal welche dabei, die ab und zu mal erklärungsbedürftig sind, wo ich dann auch gerne mal ein Video drehe, wie zum Beispiel die, die ich am 13.09.2023 bekommen habe. Da schreibt mir jemand: Hallo Herr Knöppel, meine Ehefrau bekommt seit November 2022 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Also das ist die Rente ohne Abschlag mit 45 Jahren Wartezeit. Wir haben eine kranke, pflegebedürftige Tochter. Es tut mir natürlich sehr leid, wobei meine Frau als Pflegeperson eingetragen ist. Unsere Krankenkasse zahlt hierfür rückwirkend ab Antragstellung extra Rentenbeiträge auf das Rentenkonto meiner Frau. Im Mai 2023 haben wir bei der Deutschen Rentenversicherung einen Antrag auf Neuberechnung der Rentenleistung mitgeteilt. Und jetzt sagt die Rentenversicherung, dass eine Neuberechnung der Rente erst bei Erreichen der Regelaltersrente im November 2024 erfolgt. Meine Frage, ist das zulässig? Meine Damen und Herren, da schauen wir einfach mal in das Gesetz rein, denn das Wichtigste ist, wie immer, uns gibt das Gesetz, das SGB VI, die entsprechenden Antworten, und gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Und zwar haben wir hier den Paragraphen 66 SGB VI. Da steht da persönliche Entgeltpunkte. Ja, die persönlichen Entgeltpunkte für die Ermittlung des Monatsbetrags der Rente ergeben sich, indem die Summe aller Entgeltpunkte, und dann gibt es da eine ganze Auflistung, mit dem Zugangsfaktor vervielfältigt wird. So, aber das ist gar nicht, da finden wir die Antwort überhaupt gar nicht, sondern wir finden die Antwort im Paragraphen 66 Absatz 3a. Und hier steht: Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters werden mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der Regelaltersgrenze und anschließend jährlich zum 1. Juli berücksichtigt. Meine Damen und Herren, hier haben wir die Antwort. Das heißt also, Beiträge nach Beginn einer Rente wegen Alters, das meint auch die vorgezogene Altersrente, werden erstmals gutgeschrieben nach mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der Regelaltersgrenze. Dieser Satz ist ganz wichtig, und zwar aus zwei Gründen. Erstens sagt das Gesetz, wir machen hier Verwaltungsvereinfachung. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung oder die Rentenversicherungsträger sammeln ab Beginn der Altersrente alle weiteren Beitragsleistungen aus Pflichtversicherung und anderen entsprechenden Beitragsleistungen auf dem Rentenkonto, aber es wird erst für die Rente mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der Regelaltersgrenze einberechnet. Das hat Verwaltungsvereinfachungsgründe und zweitens, ganz wichtig, die hierbei angesparten Entgeltpunkte, die sich aus den Beiträgen nach Beginn der Rente wegen Alters errechnen, sind grundsätzlich abschlagsfrei. Das heißt also, wenn Sie eine Rente mit Abschlag bekommen, dann bekommen Sie genau diese Entgeltpunkte. Das ist dann zwar nicht mehr ganz viel, nicht mehr so viel, aber immerhin ohne Abschlag gewährt. Damit ist klar, meine Damen und Herren, dass genau diese Entgeltpunkte, die unser Anfragender hier meint, das sind Entgeltpunkte aus Beitragszeiten, aus Pflichtbeitragszeiten nach § 3 SGB VI, ja, da ist im dort ist die Versicherungspflicht für die pflegenahe Angehörige geregelt. Genau dort steht es drin. Meine Damen und Herren, und vergessen Sie bitte eins nicht: Nach Erreichen der Regelaltersgrenze sind Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei. Das heißt also, dann wird de facto, wenn Sie da nicht vorsorgen, also zum Beispiel eine 99,99% Teilrente beantragen ab diesem Zeitpunkt, wird dann eben von der Pflegekasse nichts mehr gutgeschrieben. Das heißt also, für alle diejenigen, die einen nahen Angehörigen pflegen, ab Beginn einer eigenen Altersrente, Sie müssen keine Angst haben, das Geld ist nicht weg, sondern es wird ab Erreichen der Regelaltersgrenze dann bei Ihnen gutgeschrieben und in diesem Fall dann im November 2024. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.